Rätselhaft. Das trifft aktuell am besten auf den Leichenfund in Kelheim zu. Genau hier in der Nähe der Schleuse hat ein Spaziergänger eine 40-jährige Frau tot aufgefunden. Schnell war klar, dass es sich dabei um eine vermisste Frau aus Riedenburg handelt. Wir haben mit Armin Gill gesprochen. Er war einer der ersten am Tatort. Dort kam ein junger Mann auf ihn zugelaufen. Hat der junge Mann dann auch noch was gesagt, wo er die Leiche gefunden hat? Gefunden hat er jetzt nicht, aber dass die Leiche Frau ist und dass sie Kopfwunde hat und eine Flasche in der Hand halt. Aber mehr hat er jetzt auch nicht sagen können. Und wir wollten jetzt eigentlich auch nicht hier. Ein Großaufgebot an Polizei suchte in den darauffolgenden Tagen nach Hinweisen. Taucher suchten sogar den Main-Donau-Kanal ab. Die Ermittler können ein Gewaltverbrechen bisher nicht ausschließen. Da momentan die Umstände des Todes der Dame überhaupt nicht geklärt sind, wurde ein Personensuchhund, ein sogenannter Mantrailer, vor Ort geholt, um hier eine mögliche Spur zu finden. Die Kriminalpolizei hat am gestrigen Freitag ein Fahndungsplakat veröffentlicht, das die tote 40-Jährige aus Riedenburg zeigt. Die Polizei sucht nach Zeugen. Zuletzt wurde die Frau am 6. April im Bereich der Schleuse bzw. an einem nahegelegenen Parkplatz gesehen. Jetzt will die Polizei wissen, ob es weitere Zeugen gibt, die die Frau gesehen haben. Auch Beobachtungen von Begleitern oder Fahrzeugen könnten wichtige Hinweise darstellen. Für Hinweise, die zur Ermittlung oder Ergreifung des Täters führen, ist eine Belohnung in Höhe von 10.000 Euro ausgelobt worden.